So, Test, Test, Aufnahme läuft? Ja, die Aufnahme läuft. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft hier auf der Hordenseite. Ich habe sie mal hier in das Zelt gestellt. Und beim Bearbeiten der letzten Folgen ist mir leider aufgefallen, dass bei Part 23 oder 22, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, das Video fehlte. Da hatte ich nur die Audioaufnahme von Outer City. Ich weiß auch nicht, was da schon wieder passiert ist. Ich kann mir das nur so erklären, dass ich einen Abspann gedreht habe, so wie ich es manchmal mache. Manchmal vergesse ich das auch, weil ich bin einfach vergesslich. Ich weiß auch nicht, vielleicht werde ich irgendwann mal Alzheimer oder Demenz kriegen, wenn ich mal so 60 werde. Oder wenn ich überhaupt mal 60, 70 werde, ne? Okay. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die AFK eintippe. Dann macht FUI ja immer diesen schönen Abspann und den benutze ich ja meistens am Ende meiner Videos. Und ich kann mir das nur so erklären, warum jetzt die andere Folge weg ist, Part Nummer 23. Ich habe halt so einen Abspann gedreht, habe dann, während dieser Abspann lief, also während es hier aufnimmt, habe ich Pause gemacht, bin wieder zurückgekommen. Wollte den nächsten Part aufnehmen und habe somit wieder auf F9 gedrückt und habe irgendwie nicht gecheckt, dass ich damit ja nur die vorherige Aufnahme beendet habe, anstatt jetzt eine neue zu beginnen. Versteht ihr, was ich meine? Und normalerweise zeigt Fraps ja auch die roten Zahlen an und ich meine auch, mich daran zu erinnern, dass ich die roten Zahlen gesehen habe. Aber irgendwie hat Fraps nicht aufgenommen, oder? Es waren doch gelbe Zahlen, aber irgendwie, ja, war das Video weg und ich habe mich hinterher total geärgert. Und ich weiß auch nicht, was das soll. Langsam glaube ich, jemand oder irgendetwas will nicht, dass ich dieses Let's Play überhaupt mache. Oh Mann, ich find's echt schon witzig. Also ich muss selber darüber lachen, weil das ist echt. Erstmal das mit den 20 Parts da, ne? Ich meine, okay, das war meine eigene Blödheit, ne? Ich hab's halt einfach gelöscht, weil ich dachte, die Ordner braucht Outer City nicht. Ich bin halt manchmal so, ich weiß auch nicht. Ich hab halt manchmal solche Tage, da bin ich halt irgendwie total unkonzentriert und irgendwie total dämlich. Und dann habe ich halt wieder so super schlaue Tage, an denen ich irgendwie alles hinkriege und keine Ahnung, das ist bei mir irgendwie immer so ein Auf und Ab. Ich weiß nicht, ich bin halt so ein Mensch. Ich bin halt ganz und gar nicht perfekt. Ich wünschte, ich wäre es, aber leider bin ich es nicht. Und die meisten verwechseln das ja immer mit Blödheit oder Dummheit, ne? Nein, ich bin nur ein bisschen tollpatschig. Und unkonzentriert. Und nur weil man ein bisschen unkonzentrierter ist, heißt das noch lange nicht, dass man irgendwie dumm ist. Ich meine, manche Menschen haben das ja so. Oh, Arachitis, ein Rahmop. Oh, eine wunderschöne Wolkenschlange. Ich habe gerade den Begriff gesucht. Schade, dass ich dich nicht zähmen kann, weil wir ja keine Jäger sind. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Ja, viele verwechseln das ja gleich mit Dummheit und Blödheit und nee. Ich meine, das ist ja pro Mensch unterschiedlich. Einer ist halt total perfekt und überhaupt nicht tollpatschig und der andere ist wieder tollpatschig, aber auch irgendwie klug und ja. Ich bin halt so. Bei mir ist das wie so eine Schlangenlinie, so mal auf, mal nieder, auf und ab. Auf und nieder, immer wieder. Aber wie ihr ja merkt, ich lache selber darüber, ne? Das ist wirklich. Ach man, ich stelle mich manchmal echt blöd an. Auch wenn ich mir manchmal so manche Parts anhöre, ne, was ich manchmal so für ein Mist laber. Also vieles ergibt Sinn. Ne? Auch vor allem, wenn ich so über meine persönliche Meinung rede. Also für mich ergibt das Sinn. Ich weiß nicht, ob es für euch Sinn ergibt.
Für mich schon. Zumindest teilweise. Nur hinterher frage ich mich halt immer, was hast du da nur gesagt? Und kann man das überhaupt sagen? Und ich bin dann wirklich so selbstkritisch, ne? Ich habe auch schon mal so viele Folgen gelöscht, weil ich einfach nicht gut fand, was ich da gequasselt habe. Aber man sollte einfach auch manchmal seinen inneren Schweinehund besiegen. Der größte Kritiker ist man ja auch selber. Das sind nicht andere Leute, die dich kritisieren und so, sondern das bist wirklich du selber. Also zumindest ist das bei mir so. Ich bin mein größter Kritiker. Und deswegen dauert das bei mir auch manchmal länger, Folgen rauszuhauen oder überhaupt, dass ich manche Videos überhaupt für gut befinde, dass ich die überhaupt hochlade. Und dann frage ich mich immer noch, war das überhaupt gut, dass ich das gemacht habe? Das ist aber echt... Ja, das ist echt nicht gut, weil so legt man sich quasi selber Steine in den Weg. Habe ich das jetzt richtig betont? So legt man sich quasi selber Steine in den Weg. Seht ihr, ich bin total selbstkritisch. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich meine, ich lebe ja auch nicht erst seit kurzem auf diesem Planeten. Ich lebe ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Auch wenn mich manche Leute oder sehr viele sogar als jünger erachten, als ich eigentlich bin. Ne? Hatte ich das schon mal erwähnt in irgendeinem Video? Ich weiß nicht, letztens wurde ich von Nachbarn auf 15 geschätzt. Ich meine, das ist total schmeichelnd, als Frau so ein Kompliment zu bekommen, dass man halt so jung aussieht, aber irgendwie... Ich weiß nicht, man wird dann auch wie so ein kleines Kind behandelt. Vor allem von älteren Personen. Die denken sich dann, ach, das ist doch so ein junges Ding und was die sagt, ist ja sowieso nicht wichtig und das nehmen wir auch nicht wichtig, was die sagt, die Person. Und, ja, ja, sag du mal, sag du mal. Ja, das ist leider so. Man wird leider von manchen, also von manchen Eltern, warum will ich eigentlich immer aufmaunten? Ich verstehe es nicht, das ist so diese, ach, diese Gewohnheit, nach jedem Scheiß aufzumaunten, was eigentlich total doof ist. Ich meine, wir können ja laufen, wir haben ja gesunde Trollfüße. Gesunde, riesige, nackte Trollfüße. Was ich ja persönlich an den Trollen ziemlich hässlich finde, ne, weil die so riesige Füße haben, ne. Und nur zwei Zehen. Aber naja, das gehört nun mal zu den Trollen und ich sollte nicht so oberflächlich sein. Ich bin auch eigentlich nicht so oberflächlich. Zwar bin ich manchmal ziemlich kritisch und auch was die Mounts angeht, was mir halt gefällt und was mir nicht gefällt. Aber man sollte wirklich nicht so oberflächlich sein, auch nicht anderen Menschen gegenüber. Und das hat ja auch sehr viel mit Kritik zu tun. Zum Beispiel, es gibt ja eigentlich keine subjektive Kritik oder keine allgemeine Kritik. Kritik hat ja eigentlich immer was mit dem eigenen persönlichen Geschmack zu tun. Man kritisiert ja eigentlich nur Dinge, die man selber als nicht gut erachtet oder nicht schön, wenn man jetzt ins Oberflächliche geht oder nur halt ans Oberflächliche denkt. So mit Schönheit, Aussehen, ne? Da geht man halt immer nach dem eigenen Geschmack. Und deswegen gibt es eigentlich nicht diese subjektive Kritik, also ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Aber wenn dir jetzt zum Beispiel einer schreibt oder dir einer ins Gesicht sagt, du bist hässlich, dann ist das keine Kritik, sondern ist das nur die Meinung von demjenigen. Aber es wird dann vermutlich einen anderen Menschen geben, der dann zu dir sagt, du bist wunderschön oder ich mag dich so, wie du bist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist alles eine Sache des persönlichen Geschmacks. Friede. Natürlich gibt es auch klare optische Richtlinien, also ab wann man etwas als schön erachtet. Es hat ja alles mit Symmetrie zu tun. Und je symmetrischer etwas ist, desto mehr erachtet unser Gehirn es als hübsch, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist wissenschaftlich. Also Schönheit kann man quasi berechnen.
Ihr wollt sprechen. Aber trotzdem gibt es pro Mensch immer noch Abweichungen von Geschmack. Der eine steht zum Beispiel jetzt auf blonde Frauen, der andere auf Brünette, der andere wieder auf Rothaare, der andere wieder auf Glatze. Ne? Also versteht ihr, was ich meine? Und deswegen kann man auch nicht andere Menschen einfach so kritisieren bzw. beurteilen, wie jemand aussieht. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Ich habe vorhin ein Video geschaut von einem etwas bekannteren YouTuber. Und dort war eine Dame zu sehen, die meiner Meinung aufgespritzte Lippen hat oder zumindest, ja, oder die halt Botox benutzt. Und meiner Meinung nach sieht man das auch sehr, sehr deutlich. Ja, ich meine, das erkennt man ja anhand der Gesichtsmimik, anhand der Fahrradschlauchlippen. Also die Gute hat wirklich riesige Lippen und das sieht alles so steif aus im Gesicht und sie hat auch kaum Mimik, wenn sie lacht und das merkt man wirklich alles. Also die Stirn ist komplett glatt gezogen und da kann mir keiner sagen, das wäre kein Botox. Aber das ist wiederum mein persönlicher Geschmack. Ich empfinde es so. Und andere finden es vielleicht schön. Also ich finde sowas überhaupt nicht hübsch. Also im Gegenteil, ich finde sowas ziemlich hässlich. Warum verschandelt man sich mit Botox das Gesicht? Und die ganze Gesichtsmimik. Warum? Warum macht man sowas? Klar, die Frauen wollen faltenlos sein und wunderschön, aber ich finde, je mehr Botox man nimmt, desto schlimmer sieht es aus. Was ist denn daran schön, wenn jemand nicht mehr lachen kann? Wenn man die Grübchen nicht mehr sieht? Wenn man die Lachfalten nicht mehr sieht von jemandem? Das ist doch gerade das Interessante an einer Person. Wenn man die Grübchen sieht und die Lachfalten und... Versteht ihr, was ich meine? Und dieses Botox, das ist ja ein Nervengift, ne? Das lähmt ja alles. Das lähmt ja quasi das gesamte Gesicht. Und ich finde es dann immer so schlimm, wenn diese Personen, die sowas machen, auch dann immer noch sagen, ich habe nichts machen lassen. Das ist ja alles meine natürliche Schönheit. Ich habe von Natur aus solche dicken Lippen. Oder ich habe von Natur aus so einen fiesen, steifen Blick. Da frage ich mich immer, Leute, wieso macht ihr das? Wieso tut ihr eurem Körper so etwas an? Und vor allem, wer findet sowas schön? Also, ich finde sowas furchtbar hässlich. Aber wie gesagt, das ist mein persönlicher Geschmack, das ist meine persönliche Meinung. Wer auf so etwas steht, meine Güte, der soll halt so leben. Aber ich finde das echt furchtbar. Ich meine, das kennt man ja auch von den ganzen Schauspielern, dass sie das hinterher bereut haben. Manche Schauspieler haben nämlich gar keine Gesichtsmimik mehr. Die können weder lachen, noch böse gucken, die können gar nichts. Die gucken einfach nur stur geradeaus und ja, denen siehst du gar nichts mehr an. Oh, Letias oder Letlas. Und das finde ich einfach nur schlimm, diese Heuchlerei, dass diese Leute dann noch so tun, als ob sie ja noch nie was im Leben gemacht haben. Sie sind ja natürlich schön und... Ah, oh, ich habe von Natur aus diese Fahrradschlauchlippen. Oh. Verstehe ich nicht. Wieso? Aber naja, das ist meine persönliche Meinung. Und das hat einfach nichts mit Kritik zu tun. Vielleicht empfinden das manche als Kritik, wenn ich das so sage. Ah nee, Leute, das ist meine persönliche Meinung. Portal geschlossen? Ich soll da ein Portal schließen?
wie soll ich das denn schließen? Muss ich hier... Ach so, ich habe hier schon wieder so einen Gegenstand und ich bin mal wieder zu blöd, um den zu benutzen. Benutzen versiegelt das Portal zum smaragdgrünen Traum am Traumgeäst. Ach so. Ah ja, stimmt. Hier war ja auch früher der Weltenboss oder einer von den Weltendrachen, die es früher ja gab. Die wurden ja mit Kater abgeschafft. Ich fand das hier immer furchtbar gruselig, weil früher, also vor dem Kataklysmus, konnte man ja nicht fliegen hier, ne? Und früher gab es ja noch diesen Sichtschutz, also diese Sichteinschränkung. Das heißt, das Gebiet, wenn das richtig neblig war oder so, konntest du teilweise nur bis hier vorne sehen oder so, ne? Und wenn dann plötzlich so ein Riesenvieh auftaucht, also der Weltboss, der war jetzt vielleicht 10-mal größer als dieser Drache oder so, und da kriegst du einen Herzinfarkt, wenn der dann plötzlich vor dir auftaucht oder wenn du hier so schaust, das ist schon ein bisschen creepy. Der greift mich doch jetzt an, oder? Natürlich. Der will mich aufhalten. Also zumindest empfand ich das immer creepy. Auch unter Wasser, wenn man in manche Gebiete schwimmt und unten am Wasser sieht man nicht viel. Oder auch so im echten Leben. Ich finde das Meer auch ganz schön gruselig. Also ich gehe da eher ungern schwimmen. Auch wenn das manche ziemlich gerne tun, aber ich weiß nicht. Das macht mir irgendwie Angst. Ich denke dann immer, da taucht dann irgendwann so ein riesiges Ungeheuer auf. So Art Loch Ness-Monster. Oder weiß ich nicht, sowas ähnliches. Oder wie heißt dieser prähistorische Hai? Der Megalodon oder so. Und der frisst sich dann von unten oder so. Wieso mache ich das? Ich bin heute total verwirrt. Ja, das kommt davon, weil ich mich irgendwie aufgeregt habe, halt über einige Dinge heute. Und über mich selber, weil mir schon wieder was Dummes passiert ist, das mit dem Video. Ja, die Musik passt zu meinem Mimimi. Mimimi, ich habe schon wieder Blödsinn gemacht. Nee, aber ich verstehe auch diese Unehrlichkeit nicht von den Personen, die sagen, also die sowas verleugnen, dass sie halt Botox und so einen Käse da benutzt haben. Also, verstehe ich nicht, ne? Ich finde, wenn man sowas benutzt, sollte man auch offen dazu stehen und sagen, ja, Leute, ich habe mich verschönern lassen, ich habe Botox benutzt oder anderes Zeug, um mich optisch zu verjüngern. Weil das nimmt man ja eigentlich, um sich zu verjüngern. Das Traurige ist aber, dass das heutzutage schon junge Leute nehmen. Weil das in Amerika zum Beispiel Trend ist, sich schon mit 16 oder noch jünger sich die Lippen aufspritzen zu lassen. Ich finde das einfach furchtbar hässlich. Und welcher Mann findet das schön? Also ich habe bisher noch keinen Mann getroffen, der sowas furchtbar schön findet. Es sei denn, es ist ein Millionär, der sich selber die Lippen aufspritzt und der wirklich Kohle hat und der wirklich, ja, so ein Vorzeigepüppchen braucht. Ne? Ich meine, solche Frauen werden halt einfach nur zum Angeben benutzt. Oder halt nur für die Kiste. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Männer da ernstes Interesse haben und mit denen dann, weiß nicht, Kinder zeugen und die heiraten und das wirklich, ja, super ernst mit denen meinen. Was oder? Führt euch hierher? Ich bin ja kein Mann, ich kann nichts dazu sagen. Es gibt halt solche oberflächlichen Männer, die stehen halt auf solche Botox-Barbies. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Mann wäre, nee. Nee. Ich finde das furchtbar hässlich. Vor allem, ich finde das auch lächerlich. Die Frauen sehen einfach nur lächerlich aus. Das sieht doch nicht mehr schön aus. Kann mir doch keiner erzählen, dass er das schön findet.
diese Menschen haben auch ein total verdrehtes Weltbild. Die Leute, die das machen, die sich sowas antun. Das ist ja auch genauso wie bei Menschen mit Magersucht oder Bulimie, ne? Die sich selber im Spiegel anders sehen als andere Menschen. Als die Angehörigen zum Beispiel, die sehen sich halt selber immer viel zu fett im Spiegel. Das ist immer so, die können so dünn sein wie ein Skelett. Aber die sehen sich trotzdem immer als fett an. Da kann man sagen, was man will, da kann man machen, was man will. Das finde ich auch so schlimm, ne? Da ist doch kürzlich auch eine YouTuberin gestorben, ne? Kann das sein? Oder so ein Model? Hat sich selber zu Tode gehungert. Ich glaube, die hatte so einen Fitnesskanal. Ich finde das so furchtbar. Ich finde, man sollte sich selber lieben lernen, so wie man ist. Weil du kannst dich doch sowieso nicht verändern. Und durch diese plastische Chirurgie wird alles nur noch schlimmer. Ich meine, okay, wenn man jetzt so eine extrem buckelige Nase hat und man lässt sich jetzt nur die Nase so ein bisschen begradigen. Okay, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja? Manche machen das ja auch, damit sie besser atmen können. Ne? Eine verkrümmte Nasenscheidewand oder... Oder wie nennt man das? Ich bin keine Ärztin. Dann ist es ja noch okay. Aber so ständige Schönheits-OPs mit Botox und Lippen auf Spritzen und was es da nicht alles gibt. Nee. Das ist furchtbar. Und vor allem, wie sieht das denn aus, wenn man mal 70 ist? Bestes Beispiel ist doch hier diese, wie heißt die noch, Donatella Versace? Die Frau, die sieht so furchtbar aus, ne? Die müsst ihr euch mal anschauen. Das ist die doch, ne? Oder vertue ich mich da gerade? Diese Menschen sehen einfach nicht mehr schön aus. Die sind so süchtig danach, die sehen hinterher aus wie, ja, Verzeihung, wenn ich das jetzt so sage, aber die sehen aus wie richtige Monster. Und das Schlimme ist ja auch, wenn die so einen Mann haben, also jetzt sage ich mal so einen Millionärsmann, ne? Der halt darauf steht und diese Frauen nur ein bisschen älter werden oder halt ja, ihre Schönheit nicht mehr aufrechterhalten können, ne? Dann werden sie sofort von dem Kerl verlassen, weil das sind wirklich meistens nur oberflächliche Männer, die halt bei denen muss man als Frau immer schön aussehen und wenn du dann nicht mehr schön aussiehst, dann bist du abgeschrieben. Benutzt Zoppins, Ultraschwamm und bla bla bla, okay. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass Schönheit nicht alles im Leben ist. Schönheit ist vergänglich. Man muss immer auch an das Alter denken und wenn man alt ist, dann ist das alles sowieso vorbei. Und was dann nur noch übrig bleibt, ist der Charakter. Und wenn der nicht gut ist, dann, tja, dann hat man nichts. Und natürlich auch die Intelligenz. Loktar. Loktar. Zur Festung der Steinbrecher. So kämpft denn wohl. Jep, mach ich. Und wo ist hier der Flugpunkt? Hier oben. So. Aber deswegen bin ich zum Beispiel auch etwas wählerisch, vor allem was Partner und so angeht, weil ich gucke mir Menschen eigentlich detaillierter an als andere. Andere Menschen beurteilen vermutlich nur nach dem Aussehen, nach der Oberflächlichkeit, so, ach, ja, der sieht heiß aus, der gefällt mir und den muss ich unbedingt daten. Ne? Aber ich bin so jemand, ich schaue mir dann wirklich jemanden länger an und gucke, wie er so vom Charakter ist. Und erst dann entscheide ich, ob derjenige halt in Frage kommt für mich. In den meisten Fällen.
leider nicht. Ach ja, deswegen bin ich vermutlich auch schon wieder so lange Single oder bei mir ist das immer so. Ich weiß nicht. Ja, jetzt plaudere ich jetzt auch wieder aus dem Nähkästchen. Aber ich sag mal so, man hat ja auch nichts davon. Gibt ja auch dieses bekannte Sprichwort, vom schönen Teller kann man nicht essen. Und es ist wirklich so. Oh, das ist Allianz, ne? Ja, das ist Allianz, da werde ich nicht hingehen, hinterher werde ich umgehauen. Ich meine, klar ist es schön, wenn alles zusammen super zusammen, also wenn alles zusammen super toll ist, also wenn jemand gut aussieht und auch noch einen tollen Charakter hat und so generell, dann ist ja alles in Ordnung oder so. Aber in der Regel ist das nicht der Fall, weil ja, wie soll ich das beschreiben? Weil manche Menschen einfach zu oberflächlich sind. Die schauen nicht auf die inneren Werte und Hauptsache, jemand sieht total super geil aus. Aber ob derjenige was im Kopf hat, ist ja egal. Und wie sollen wir jetzt hier runterkommen? Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, soll ich jetzt hier wirklich runterspringen? Wasserelementarkern. Ja, wir sollen hier nach unten. Ich will mir aber nicht wehtun. Autsch. Naja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde nur diese ganze Oberflächlichkeit total schlimm und dass sich Menschen nur daran orientieren. Dabei gibt es so viel mehr Humor, Charakter, Intelligenz. Für mich ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass jemand Humor hat. Also er muss mich zum Lachen bringen, sonst ja, sonst bringt mir das nicht viel. Also ich könnte auch dauernd nicht mit jemandem zusammen sein, der mich nicht zum Lachen bringt oder der meine Witze nicht versteht oder meinen Humor. Ich habe manchmal einen ziemlich schwarzen Humor, muss ich ja zugeben. Also ich bin oft ziemlich sarkastisch und finde viele Dinge witzig, die andere vermutlich gar nicht witzig finden. Aber ich habe ja jetzt auch wieder gemerkt, dass viele Sarkasmus auch nicht verstehen. Also, ich weiß nicht, was den Leuten fehlt, aber die verstehen einfach keinen Sarkasmus oder wie man etwas meint. Aber vielleicht ist es halt auch so, dass man das geschriebene Wort generell nicht versteht. Oder dass manche das geschriebene Wort halt schwerer verstehen als das gesprochene Wort. Also man muss es nicht nur lesen, sondern auch verstehen können. Und dann kann man erst darauf antworten. Aber ihr Lieben, ich werde jetzt an dieser Stelle wieder mal die Aufnahme beenden, weil ich wollte die Folgen ja kürzer halten und ich nehme jetzt schon wieder seit 29 Minuten auf, was ich eigentlich ja gar nicht wollte. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder hören, weil wir sehen uns ja tatsächlich nicht. Ihr seht ja nur meinen Charakter. Ich habe ja noch keine Facecam. Ich werde irgendwann mal mit Facecam aufnehmen, aber ja, ich habe mir da so ein persönliches Abo-Ziel gesetzt. Also ab einer gewissen Abo-Zahl, die ich dann erreiche, werde ich das dann wohl machen. Und dann auch mit den passenden Spielen. Also ich glaube nicht, dass das so zu den Adventures passt, wenn ich da Facecam benutze. Oder zu WoW, weiß ich nicht. Es gibt Leute, die das machen, die halt überall ihr Gesicht reinhalten müssen, weil sie meinen, sie wären super schön. Ja, das war jetzt auch wieder Kritik, aber das ist halt meine persönliche Meinung. Ich meine halt, dass manche Menschen halt das Bedürfnis haben, sich immer zu präsentieren, immer ihr Gesicht in die Kamera zu halten. Und so ein Mensch bin ich ja so gar nicht. Ich finde das auch mit den ganzen Selfies, finde ich ätzend. Also, ich weiß nicht, wie sagt man so schön, Eigenlob stinkt?
entweder weiß man, dass man gut aussieht, oder man weiß es nicht. Und man, wenn man es nicht weiß, dann macht man eine Million Selfies, um sich und anderen irgendwie alles zu beweisen, wie man aussieht. Aber da kommt man wieder zurück auf das Thema Oberflächlichkeit. Und dann denke ich mir, Leute, warum kümmern euch nur solche Oberflächlichkeiten? Wieso abonniert ihr zum Beispiel nur Kanäle von Menschen, die ihr nur vom Äußerlichen her toll findet? Manchmal muss man solche Dinge einfach mal hinterfragen. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Ich wiederhole mich wahrscheinlich gerade wieder. Aber naja, also bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und bitte schaltet dann auch wieder ein, wenn's da wieder heißt Let's Play World of Warcraft auf der Hordenseite. Tschüss.